Ja, guten Morgen am Samstag. Meine Frau steht so auf mich, ja. Aber so ist das nun mal. Heute so, morgen so. Pech gehabt. So, Wetter ist heute leider nicht so gut wie angesagt. Von wegen goldener Herbst kommt heute. Aber was soll's, das Wetter sind wir natürlich gewohnt. Das ganze Jahr über war, wie gesagt, hab ich ja schon oft gesagt, total beschissen. Also insofern ist alles gut. Ich bin es gewohnt. Ich bin trotzdem hier. Ich mache auf. 12 Stunden. Ja, dann schauen wir mal, was passiert. Ne? Ihr seid ja mit dabei. Live. Auf der Kamera. Die ist jetzt gerade an. Sagt auch guten Morgen. Guten Morgen an euch alle. Ja. Und nicht live auf der Kamera. Die immer dabei ist, wenn irgendwas Spezielles ist oder so. Wenn ich irgendwas meine, berichten zu müssen, irgendeinen Gehirnfurz von mir abzulassen. Ja, so sieht das nun mal aus, ne? Meine Haare nochmal richten, ein Mützchen aufsetzen vielleicht und dann geht's los, starte ich in den Tag. Bin ein bisschen später, habe ich den Stream jetzt angemacht. Ja, guten Morgen. Was gibt's denn? Wollt ihr heute Räder haben oder was? Sag mal, können wir einen Halbtag machen? Wir sind nur einen Ein halben Halbtagtarif, ey. Oh, sei mal so nett, wir sind nur einen halben Tag, dann fliegen wir Soll ich weiter. nach einem halben Tag zumachen oder was? Und zweifeln wir zurück spätestens. Also 5 Euro pro Watt. Ja. Och, das ist gut. Ja, ist ja, also ich meine. Ah. Ja, also, und dann hätte ich aber gerne noch die Hartz-IV-Papiere gesehen. Hartz-IV-Papiere haben wir nicht. Was? Hat die nicht jeder gute Deutsche heutzutage? Nee, wir sind ja keine Deutschen. Na, dann müssen wir gleich jetzt richtig zuschlagen. Wie viele Räder? Zwei. Wie lange machst du selber? Einen halben Tag? Das ist ja peinlich, das schreibe ich nicht hin. Ja. Boah. Mann, das fängt ja gut an. Halbtag, Tarif und so ein Scheiß. Naja, aber was macht man nicht für Leute, die schon ewig, jahrelang hier Räder mieten? Also. Ah. Ja, so ist es. Aber ich wenigstens meinen Kaffee kann ich mir selber kochen. Ist doch auch in Ordnung. Tommy schlachtet mal wieder ein Rad. Jetzt, ja. Das hat er ja geschenkt bekommen hier. Und das werde ich jetzt schlachten in Zeitraffer. Komplett zerlegen. Mal gucken, was dabei Verwertbares rauskommt. Der Rahmen ist eigentlich Schrott, auch wenn Made in Italy draufsteht. Ja, da steht Made in Italy. Wahrscheinlich Verkaufsargument. Schlechteste Qualität. Ist es auf alle Fälle. Wir machen das in Zeitraffer. Naja, liebe Leute, wie ihr seht, habe ich es nicht geschafft, das auseinanderzunehmen. Erstens kamen so viele Leute, die mich gestört haben, unterbrochen haben quasi. Und zweitens ja, ist es ja eigentlich im guten Zustand. Tatsächlich, die Schaltung funktioniert, alles funktioniert, ja. Außer, dass sie die Bremsen abgebaut haben, das ist halt ein teurer Posten, Bremsen komplett neu zu installieren. Und den Sattel, die Sattelstütze leider teils zerlegt haben, als er den Sattel abgebaut hat, die Teile mit denen nochmal. Das ärgert mich natürlich. Ein Sattel finde ich immer mal, aber diese Teile da zu. Jetzt muss ich die Stütze halt auch noch ersetzen. Jetzt ist ja jedes Teil, macht dieses Rad dann am Ende teurer im Verbrauch. Man kann maximal für so ein Rad 120 Euro nehmen, maximal, wenn alles gemacht ist. Nun, ich habe sie geschenkt bekommen. Also in dem Sinne, jetzt habe ich einen Schlauch investiert hinten. In diesem Sinne kann ich da noch ein bisschen gehen. Aber. Ja,
Bremsanlage muss ich was Gebrauchtes finden, ansonsten Neuteile lohnt sich nicht. Neuteile und eine Sattelstütze und einen neuen Sattel, das lohnt sich dann wieder nicht. Dann bin ich genau bei Teilepreis, 100 Euro vielleicht, und verdiene 20 Euro und... Naja, weiß ich nicht, ob ich das... Lieber nicht, dann rupp ich lieber das dann doch am Ende auseinander, ein Laufradsatz, der ist nämlich schön, der ist komplett, der funktioniert, die Schalter funktionieren. Ja. Und dann kommt der Rahmen, leider wäre der auf dem Schrott, dann ist wieder Materialverlust. Gucken wir mal, wir gucken mal, wie es weitergeht. Schaltzug funktioniert nicht. Total verrostet. Den hole ich jetzt mal raus. Ja. Also ich habe ihn jetzt hier abgeschnitten und versuche jetzt hier mal zu ziehen hier oben. Und wenn man zu doll zieht, bricht das hier oben ab. Also es geht nicht ab. Es geht nicht ab. Es ist total eingerostet. Ja. Braucht man sich nicht wundern, dass der Schalter dann irgendwann kaputt bricht, wenn man oben dran richtig am Schalter reißt, dann reißt nämlich auch der Schalter kaputt. Also auch abschneiden hier nochmal und dann den Zug hier oben rausbauen und einen neuen Zug einsetzen. Da hat aber einer schon mal ganz schön dran rumgewirkt, weil wie gesagt, wenn sich der Zug dann verkeilt, du dann hier oben rumschaltest, dann wandert der hier oben natürlich auch aus seiner Führung raus und du bekommst den hier nicht mehr raus. Also den ganzen Schalter zerlegen, ist auch eine Variante, kann man dann machen. Ja. Bricht meist ein bisschen was kaputt dabei und die Schalter sind ja auch sehr billig. So, dann kriegt man den hier, muss man den zurückdrücken, kriegt man den hier raus und kann einen neuen Zug einsetzen. So einfach geht das. Hier oben die Halterung ist natürlich so weit wie abgebrochen, kann man so sagen. Ja? Also hält nur noch bis jetzt gleich. Mensch, gucken wir mal bei der guten Frau hier auch noch nach. Hat sie gerade neu gekauft für ihren Sohn, das hat. Also ihr braucht natürlich. Licht funktioniert auch nicht. Mann, ey. Ob es nur der Anschluss hier ist, der Stecker? Vermutlich ja. Leuchtet. Stolz. Bremse stellen wir auch noch ein. Was soll der Geiz? Ja. Also, Schaltzug haben wir neu gemacht, Licht haben wir eigentlich und Bremse haben wir eingestellt. Die bremst 1000 mal besser jetzt als vorher. Klingel funktioniert, der Sattel muss 2 cm nach oben und der Vorbau nach Möglichkeit. Mal schauen. Das Ganze für 10, 15 Euro. Ja, mal gucken. Ja, also man bekommt die löst tatsächlich, ja, aber das Maximum. Also viel mehr bzw. gar nichts geht. Das ist hier quasi die Markierung, was das maximal raus darf. Mehr nicht. Da hält man sich auch besser dran. Ne? Hat nämlich alles einen Grund. Gerade bei älteren Sachen sollte man tun, es vermeiden, den Vorbau zu weit rauszuziehen, weil kann gerne mal hier drin abbrechen. Ja, in dem Teil, ja, und dann, wenn der Lenker vorne wegbricht, naja, das ist nicht sehr angenehm. Und meist ja auch in einer Situation, wo er stark belastet wird. Ansonsten bricht er ja nicht. Deswegen niemals zu weit rausdrehen, immer auf die Markierung achten hier drin. Ja, das gleiche gilt beim Sattel, da ist auch eine Markierung, nicht weiter als zur Markierung, bis zur Markierung raus. Ja, und dann immer ordentlich festschrauben. Warte und Brötchen. Und hier hinten halt ein bisschen Ordnung gemacht. Nur in der Ecke. Ich fange mal in einer Ecke an. Und jetzt zur nächsten Ecke. Ja. Ein bisschen schauen. Was wir hier machen. Mal schauen. Ja, welch exponierte Position. Tommy sortiert. Tommy sortiert sein Antiquitäten, schönes Antiquitäten, sage ich schon. Fahrrad Highlight Regal. Zumindest mache ich jetzt daraus ein Fahrrad Highlight Regal. Bisher war ja alle drin. In dem Quatsch. Jetzt Mike.
Alt Rose ist im Quatsch. Ja, Rose. Sortiert einfach mal neu durch, weil das ist ja eine Katastrophe hier, wie das hier drin aussieht. Ey. Vor allem sind das meine Sachen eigentlich. Das Problem ist ja hier in diesem Laden, dass jeder überall sein Zeug hat. Von meinen ganz tollen Freunden und Mitstreitern hier. Ja. Bringen sie alle irgendeinen Scheiß mit, vergraben das irgendwo und dann bin ich am Ende der Dumme. Oh, wo hast du das hingepackt oder so? Ja, das ist natürlich nicht. Ich meine, das ist mein Laden hier. Ich muss wissen, wo meine Sachen sind. Und wenn die ihren Kram hier nicht im Griff haben, dann tut es mir leid. Ja, überall hingen Lenker und Zeugs und so. Das kann ich ja bald auch ja nicht mehr zuordnen. Deswegen Vitrinen und so, mein Zeug. Da kommt nur mein Zeug drin. Fertig. Nicht von irgendjemand anders. Meins. So, ich habe ein paar Stunden jetzt, 2 Stunden oder so, weiß ich gar nicht, ein bisschen gebaut, umgeräumt hier. Sieht ein bisschen ordentlicher aus, finde ich. Das ist immer noch voll, total voll, na klar. Sind ja immer noch die gleichen Sachen hier. Aber auch den Teppich mal ein bisschen sauber gemacht. Der ist ja, Mann, ist der schmutzig. Ist das eine Aktion? Ja. Hier ein bisschen den Trainingsbereich wieder aufgeräumt. Also freigemacht, sodass man wieder sagen kann, man hat einen Trainingsbereich. Ja, und hier, das Tandem habe ich mal angehangen. An diesen Garderobenständer. Was man alles machen kann mit Garderobenständer. Das Schöne ist, der ist fahrbar. Man könnte tatsächlich 2 Räder untereinander so anhängen, so ein bisschen hinhängen, präsentieren und dann durch die Gegend fahren. Finde ich total witzig. Finde ich eine total witzige, geniale Idee. Jo, das habe ich gemacht. Also totaler Quatsch. Aber sieht gleich ein bisschen ordentlicher aus. Sieht wirklich schön aus. Gefällt mir. Die Räder hier unten ein bisschen sortiert. Ja, Gewichte, wie gesagt. Diese ganzen Fahrradketten, die Schlösser, die wir über die Jahre aufgebrochen haben. Ja, die ich dann alles schön nutzen kann. Als Fahrradschlösser. Was ich jetzt auch machen werde. Ich werde keine Fahrradschlösser mehr kaufen. Ich werde nur noch vorherige Schlösser kaufen. Und die mit vermieten. Und Fahrradketten. Habe ich ja genug jetzt. So. Und wenn jemand ein Fahrradschloss kaufen will, ne, dann kauft er halt ein Fahrradschloss komplett. Aber zur Vermietung nehmen wir dann nur noch die alten Fahrradketten mit vorangeschlossen. Das Ganze sieht dann sogar ganz manierlich aus. Hier, so sieht das dann aus. Ja. Fertig. Mehr muss man ja nicht haben. Steht der Typ auch erstmal doof da. Abos kommen sie ja klar mit aufbrechen, aber eben mit dem Feuerschloss, naja, muss man doch erstmal umschulen. Vielleicht hilft es so ja ein bisschen, wer weiß. Gut, das war das Update für jetzt. Jetzt haben wir halt um 2:45. Ja, mal gucken. Ja, was ich noch eigentlich gezeigt habe, ist natürlich der Schrank hier. Der ist ja auch neu aufgeräumt, also neu eingeräumt. Hier oben diese ganzen Bremsgeschichten. Das sieht man ja ganz schlicht bei dem. Ja, Bremshebel, Bremskörper, Mountainbike und Rennrad, mehr Rennrad natürlich hier und ein Schaltwerke. Umwerfer, Schalthebel. Das Besondere, so ein bisschen sortiert halt, ne? Damit fängt es an, man will den kleinen Schrank aufräumen und dann ist auf einmal alles anders. Und man räumt alles um. So, jetzt hole ich mir einen Kaffee oder so. Und dann wollte ich immer noch Kaffee trinken heute. Hab noch keinen getrunken. Kaffee kommt und Auftrag kommt. Ist natürlich klar. Ich trinke jetzt trotzdem Kaffee. Ich erkläre dich. Hallo. Hört ihr wieder zu, ja? Nö, überhaupt nicht. Wir haben gar nichts zu tun, ich drehe mich um. Alles klar. Was hast du denn? Eine Platte voll. Das ist mir zu banal. Soll ich auch noch ein 8 reinmachen? Ja! Zerstöre es, total. Ein glatter Reifen vorne. Da, guck mal, Kaffee steht da. Fahrradarbeit kommt da. Das ist ja ein Ding. Hast du kaputt gefahren? Hinten hast du einen neuen Mantel, aber auch schon Dellen in der Felge. Ja, wurde letztes Jahr eine 8 drauf gemacht. Ja. Na, könnte ich machen. Also Schlauchwechsel kostet 17 €. Kann ich machen.
Super. Alles klar. Bis dann. Ciao. Was hat er erzählt, genau? Ja. Leon. Achso, nur das ist nicht so gut, dass du aufräumst. Der hat, das war total witzig, das genau gesehen, der ist, total ein Ding. Ich bin hinten mit ihm, also ich räume auf, er steht auch da und dann hört das vorne klappern. Und ich hört ja auch vorne klappern, hier oben hörst du das, wenn einer kommt, das hörst du ja. Ja, naja, du hast ja auch ein Ohr mittlerweile dafür. Und er spitzt die Ohren. Ah. Auf einmal rennt er an mir vorbei, unter die Treppe drunter. In die Dunkel. Diese Treppe, diesen Treppenabsatz da. Unter die Treppe, wo der Reifenlager ist. Rinn ins Reifenlager und steht da und tut so, als wenn er sich was anguckt. Aber so voll. Voll offensichtlich. Ich guck ihn so an. Dann steht der Typ vorne in der Tür hier. Ich guck den Typen so an. Ich sage ja bitte. Und Leon guckt so. Und er meint, ja, ich weiß ja nicht, was war das? Ein Reifenwechsel, ein Schlauchwechsel, möchte ich. Ich sage, na, mein Kollege ist ganz erpicht darauf, ihnen zu helfen. Ich guck zu Leon. Leon, mach dich nach vorne, ey, den nimmst du jetzt an. Ja? Aber das ist. Das, ich Alter, nicht. Das war so offensichtlich. Das hättest du sehen müssen, wie das war. Der kommt die Treppen schnell, bevor der mich sieht. Als erstes soll er nur meinen Papa sehen. Runter unter die Treppe und versteckt sich in dieser dunklen Ecke und tut so, als würde er sich irgendwelche Spinnweben angucken, sortieren quasi. Ich hab das noch nie so weit. Also, aber weißt du, was so ich aber glaube, was dein eigentliches Problem ist? Ja, sag. Der erste Kontakt. Ja, aber den muss er haben. Genau deswegen. Und den musst du da hinstellen. Der muss das machen. Der musst du das machen. Du hast ja den Erstkontakt in dem Moment abgenommen. Er wusste dann schon, was los ist und was er machen soll. Nein, wusste er nicht. Ich habe gesagt, du gehst nach vorne. Nee, er hat hier irgendwas gesagt. Hilfe, brauch Hilfe. Blablabla. Ja, aber du hast ihn ja schon mal angesprochen. Das ist nie unser Problem. Das kann er nicht. Ich hab ihm gesagt, du bist einfach. Das ist ja schlimm. Das ist ja schämend. Was hat er dazu gesagt? Er hat ja aber gelacht. Weil dann so. Ja, okay. Er hat zu ihm gesagt, wenn du das so handhabst, dann wirst du ja nicht, wenn du musst, kannst du ja nicht vor der Arbeit davonlaufen. Der natürlich ist, krank ist das scheiße. Ne? Das ist genauso wie für mich. Der ist krankgeschrieben. 2 Wochen. Echt? Das hat er mir nicht gesagt. Hat er sich nicht getraut mit und dann ihm. Hat er mir noch gesagt, und wenn der Arzt ihn danach weiter krank schreibt, dann geht er vielleicht doch mal zu seiner Stelle und fragt, ob er irgendwas machen soll. Weißt du, warum? Du gehst danach nicht. Wegen was arbeiten. Ist er krankgeschrieben? Wie sein Daumen. Nein. Weißt du, was hat dein Chef dazu gesagt? Also, na, den habe ich Gott sei Dank nicht gesehen. Ich habe das nur meinen Kollegen gesagt. Ja, und wenn er weiterhin krank geschrieben werden soll, weil wenn sein Daumen noch nicht funktioniert, dann will er trotzdem noch mal hingehen und vielleicht irgendwas machen. Eine Wespe. Ich hole nicht. Ich habe Angst vor Leon. Ja. Und dann, das Schärfste ist ja, er muss ja immer zeitiger zu. Obwohl er gut schön ist, weil er hat total vergessen, sich um einen MRT-Termin zu kümmern. Für seinen Daumen. Und den Termin hat er erst am 27.10. Das hast du hoffentlich nicht während deiner Arbeitszeit ausgemacht, den Termin. Doch, das wäre dann genau. Aber Mama und ich wollen am Montag früh gleich zum Krankenhaus Köpenick fahren und gucken, ob wir einen MRT-Termin machen können. Ja, ich muss mal kurz. Du bist Querkopf. Aber wie? Ich habe heute Morgen mir und erstmal einen Vortrag über Emanzipation gehalten. Voll der Quadratschädler. Das habe ich gar nicht wahrgenommen, dass du dich da gestoßen hast. Das habe ich echt nicht. Im Gesicht. Ich dachte, du simulierst da irgendwas. Oder was stehst da so komisch? Aber das ist mir doch egal. Wer rumbockt? Soll mir das. Du hast gebockt.
Ich hab hier Bock. Ja, und wie? Weil ich da 2 Euro genommen habe. Was ja, du hast die Notwendigkeit dieser Spardose noch nicht erkannt. Ich wollte zum Bäcker gehen und kurz ein Frühstück machen. Ja, und 10 Euro waren nicht genug, oder was? Nee, ich wollte noch was kaufen. Ja, du fragst halt nach mehr. Aber ich hab dir schon eh schlecht drauf warst. Ich wollte 20 Euro raus, ja, und hast mich schon spät angezickt und hast du mir 10 Euro gegeben. Ich dachte, ich frag jetzt nicht mehr. Dann habe ich gedacht, ach, gute Idee. Nee, keine Frage. 2 Euro noch raus. Nee, nee. Und dann fährst du mich da so an, wie ich dachte, ja, das geht nicht mehr. An die Spardose wird nicht jung. Das ist ganz wichtig. Ein ganz wichtiges Instrument. Übrigens habe ich mit Tina ja gestern telefoniert. Und ja. Ja, und schon habe ich ein neues Laufrad hier vorne drin. Mit einem Dynamo. Licht ist auch schon angeschlossen. Das funktioniert. Da. Ne? Hinten funktioniert es auch. Brauche ich nur noch einen neuen Bremsbelag hier vorne. Da bin ich durch mit dem Rad und dann kommt auch schon das nächste Rad. Ich jetzt hier Schlag auf Schlag draußen stehen, heute basteln selbst. Hatten wir schon lange nicht mehr, aber heute ist gutes Wetter. So, Käsearoma heute mal. Nicht Tortilla. Tortilla schmeckt voll scheiße. Vom Pringles. Käse. Emmentaler. Wie kriegt man so ein Aroma hin? Das ist meine Frage. Und die zweite Frage, die ich mir stelle, will ich das wissen. Und ist das tatsächlich Emmentaler? Müsste ich jetzt einen Emmentaler dazu essen? Oh. Und schauen, ob sich das ähnelt. Also intensiv wie das ist, würde ich den Emmentaler wahrscheinlich nicht schmecken. Bei mir gibt's nicht Leute. Nee. Bei dir? Ach, na ja. Wie immer bist du da. Ach! Jetzt kommt eine Abholung erstmal. Jetzt hast du Arbeit, ja? Jetzt habe ich wieder Arbeit. Mit den Kindern. Achtung, geh mal ein bisschen. Ja. Wunderbar, der Carsten ist doch gerade vorgefahren. Aha. Dann gibt es jetzt nämlich gleich auch noch was zu gucken. Also. Was ist das? Ah ja, ja. I can fix it, I think. Sie haben ein bisschen gesagt hatte, ich hatte ja auch früher mal Spielautomaten gehabt. Wie viele? Warte mal, Moment. 1, 2, 4 Stück auf alle Fälle, ja. Boah, in der Wohnung? Ja. Boah, naja, nee, alle verschiedene Jahre. Ja. Alle verschiedene Jahre. Ja. Was sind verschiedene Jahre? Ja. Verschiedene Jahrgänge von Spielautomaten. Wo? Vier Stück hat der gehabt. Der erste war, die ersten habe ich damals gekauft. So 20 Pfennig-Spieler noch. Ja, die ersten habe ich mal gekauft, richtig. Bei AZ, bei AZ-Markstraße vorne. Das war ja nur. Bei Azad? Ja, bei mir, bei Arlt. Bei Arlt? Ja, kennst du den nicht? Ja, also, Arlt kenne ich. AZ-Markstraße, Ecke Reuterstraße. Automaten Arlt. Ja, das war der erste. So. Ja, weil der zweite war, den zweiten habe ich mir dann geholt, in der Hammerstraße auf der Ecke, wo die Polizeirevier war, wo die Bank da ist. So. Das waren Geldautomaten, kein Spielautomaten. Ja, Geldautomaten. So. Hast du den mitgenommen? So. Hab gekauft, ja. Der erste war 30 Mal. Ja, und der zweite, ja. Und der zweite war dann ja so 120 Mal. Und dann war noch einer im Moment, wo war denn der andere? Der war voll? Nee, der war 3 Jahre auf Bewährung. Der andere hat, war noch alt, weil der zweite Hand damals gekommen. Ich bin mit Arbeitskollegen nach einer Tee rausgefahren, irgendwo. Der hat dann für 200 Mark damals gekommen. Ja, der war gut. Der hat mir viel Geld gebracht, also als Spargel sozusagen. Hast du die Markstücke reingesteckt, 50er und 5 Markstücke. Ja, der war gut. Bis daher, ein paar Mal kaputt, bis daher die Umstellung war nachher von dem auf Euro nachher, dann habe ich das Geld rausgenommen, weil ich den Röhren drin war, da habe ich gedacht, ich verkloppt, ich gesagt, hier, komm, nimm den mit, ja, der hat der Wiki Golde. Tja, das ist natürlich, ja, so ist es. Ja. Du kannst sehen, auf einmal war alles weg und alles nicht mehr wert. Ach, da fuck oder einen gehabt, ja, genau. Jetzt kommt der Jugendautomat. Das wäre
Ja, oh, der Trump ist mit 4 Mark Stücke. Oh, mit Serien. Aber alles schön mit Serien, ja. Mit Joker, den da eh gehabt. Ja. Mit Google? Ja, 2 oder 3, ja. Ach, wir wollten ja früher, wir wollten ja damals aus unserem Kellerladen, da hat man, wo wir, weil wir Hausrat waren. Und aus dem Haus haben wir jemand, wir wollten uns. Na, Partykeller machen. Genau, ja, Partykeller ja, machen. Ja, ja, also so was ähnliches, wa? Mit 4 Automaten aufstellen, Flipper und alles sowas, ja. Und Pooltisch. Ja. Und er wollte dann alles besorgen, so wie hier der Dennis hat hier, so links, ja, wisst ihr, wie ich meine hier. So, und Schießgewehr. Body und sowas alles. Body sowas. Body? Naja, so Laufrad und sowas alles sowas, naja, so Fitness. Ach also, so. Okay, Fitnessraum. Alles für alles sowas, ja. Na, das hättest du mal machen müssen, Wolfgang. Aber haben wir uns, ja. Ich mach's ab und zu. Ich muss wieder mal mit meinem Hemd. Doch, toll, oder? Das ist eine Schere, oder? Ja, oder ein Bier. Ja, klar, Schere, ja. Der gute Bier? Ja. Naja. Also, ich glaube, soll ich dir das hier lassen? Ich bin ein bisschen im Zeitdruck. Ja, dann müsstest du dann da lassen, weil muss ich mir ja schon angucken. Ich will es hier hinstellen. Ich muss nämlich nach Schöneberg meinen Rad abholen. Das muss ich heute Mittag stehen lassen. Ich habe zu viel Zeug und bin in der Taxi gefahren. Gottes Willen. Naja, gut, okay, dann stell es hier raus. Dann. Ich bin halt auch. Ich kann das ja jetzt nicht schnell durch. So. Stell es hier ab und dann. Ich komme so in einer halben, dreiviertel Stunde wieder. Okay. Kein Problem. Nehmer Problemer. So machen wir. Erzähl weiter, ich wollte dich nicht unterbrechen. Doch, jetzt hast du den Redefluss unterbrochen, jetzt ist es jetzt vorbei. Müssen wir wieder anfangen. Meinst du mich jetzt oder wie? Ja. Ja, nee, wie gesagt, ich habe alles. Ach so, viele gehabt. Ich weiß ja nicht mehr, was ich alles hatte. Ja, Gott sei Dank weißt du nicht mehr, was du alles hattest. Ja. Manche Sachen vermisst man ja dann auch. Denkt sich, ja, ach, das war ja schön. Ich hatte das mal schön, damals 1994. 1995 hatte ich noch einen Spielautomaten gehabt. Wie gesagt, ich kann ja der Kleine, dem anderen, die ist umgezogen, die Frau da, war sehr nett, mit der Junge da. Ja, Spielautomaten vermisst man nun nicht unbedingt, aber. Nee, der kam dann mal bei mir an, abends und sagt, kann ich wieder kommen mit dir, wie meine Mutter noch verstorben ist, war damals noch. Ja. Und ja, doch, klar, kannst du auch mal. Dann hat sie. Was bitte? Was ist denn das? Ice Age. Ach, Ize-Atsche. Ah, oh, das ist toll. Ja, mein Koffer kommt gleich. Ja. Wolfgang erzählt heute eine kleine Erzählrunde mit Wolfgang. Ja, nee, was soll ich sagen? Da bist du nicht. Ja, da bin ich nur hier, ja. Und das ist düster nicht darum, ob ich so mit den Jungen erzähle. Deswegen, wir machen hier fahren, aber keine Ahnung, der Jüter, aber gut. Wir sind dann nach dem Nauen jetzt, ich hatte da nachher keinen Kontakt mehr gehabt, schade drum, aber die war sehr nett, der Junge hoch. Und naja, ich hatte auch, wie gesagt, Luftdruckgewehr gehabt, damals noch. Nein. Naja, da war Mensch, Pistole und Gewehr. Da warst du damit geschossen? Im Keller. Ah ja, stimmt, hast du mal erzählt, oder? Naja. Wolfgang hat Kampfschießen im Keller gemacht, oder? Ich hätte auch weggehen müssen. Ich konnte das nicht müssen. Müssen? Wolltest du weggehen? Naja, konntest du nicht mehr mit anfangen, oder was? Naja, halt verschenkt doch ja auch, ja. Konnte ich das schon. Ich hatte hinten bei mir, wir haben da ja einen Astersee, wir haben da einen Keller, weil zum Müllraum hinten, wa? Ja. Und ich habe ja Kugelfang alles gehabt da hinten in der Ecke, wa? Ja. Und ich habe so viel weg, weil ich getroffen habe. Achso, mal daneben ist das, dass die Keller von den anderen Mietern zerschossen? Nee. Ich hab Mieter geschossen, nee. Ich hab immer so, man sagt immer, naja, so 10. Ich hab einen Schwarzchen getroffen, alles Dinge, da hat Schwarzchen gemacht, ne? Und dann muss man sagen, ja, weil sie da alles neu gemacht haben, neu weiß haben, die Ecke da hinten, ne, wa? Ach so, konnte ich gar nicht mehr machen. Naja. Wenn er hier gekommen ist, laut der Recher drin rief und so gedacht habe, wusste ich nicht wo, ja. Im Jahren durfte ich nicht machen und Stormphysik habe so unangenehm, da habe ich ohne immer. Ich habe zwei Uhr immer abends, so mal Zeit war, mein Hobby, das wollte ich alles so hart. Ich
Aber so für den Luftverkehr, ja, erst eine Einfahrt gehabt, mit 30 Mark damals noch, und das teuerste war dann mit 100 Mark. Schön. Ja, hat sich einer einfach Kruft gehabt, und weil du mit Gas, was du, so eine Gaspol machen kannst, da hat mir dann eine Sonderhilfe geguckt, hätte ich heute nicht fahren, war auch noch einer gewesen. Bei Waffen. Ja, Waffenhahn, ja. Der Olaf, und dann war der Neckar-Markstraße, der war lange drin. Das war der Waffen. Ja, auch einer, ja, und da habe ich mir dann auch eine geguckt. Und auch noch mal so eine neue. Und zwar mit Zielfernrohr, weißt du? Ey, auch noch? Ja, ja, mit oben rausstecken. Und da habe ich mir doch mal meine, für meine Silvester, meine, meine 9mm Einzweher. Habe ich auch was 100, damals noch 150 Mark damals bezahlt. 100 Mark damals. Alle. Ich hab so viele gehabt und hab alles für ab und ein damals weggegeben. Das hat er die Revolver, die Bäder hat er hier der Werner gekriegt. Wisst ihr, wisst ihr, Werner, ja? Ja, ja, ja. Und dann den mal 30 Euro gekriegt, andere habe ich 70 gekriegt. Und da haben sie mir, hat er gesagt, naja, ich muss die, weil er auch noch so, weil er noch bei der Kurve ist oder was, wisst ihr? Ja, ja. Ja, ja, da konnte man toll damit. Ich habe früher mit dem Messer geschossen und der Anfang ist zu teuer, ist alles zu teuer, ja. Was meinst du, ist teuer? Für die Messer, die kann ich nicht immer zu schießen, ja. Ja. Was oben rauszog und auch schon, oder? Ich weiß ja nicht, ob das heute noch erlaubt ist, aber nicht. Wenn da ist ja nicht viel erlaubt, dann müsste man nicht einhaben. Waffenfeind müsste haben. Müsste uns mal rum oder so. Aber damals ja nicht. Nee. Ich weiß noch, ich bin damals in den Waffenladen gegangen und hab mir, als ich dann 18 wurde, habe ich mir erstmal eine Walter Automatik geholt. Kenn ich nicht. Nein, ich auch nicht. Kenn ich, wie heißt die? Automatik, eine vernickelte Walter Automatik, Pistole, Papa. Naja. Die war total geil vernickelt mit Holzschalen. Ach so, richtig schönes Ding. Hab ihn nach Knick laufen. Weil die sah auch schön aus. Also ich fand die tatsächlich optisch und das hatte was. Das war toll. Konntest du dir so kaufen? Ausweis vorgelegt? Ja. Hast du die gekauft? Mit 18 Jahren bei euch drin, klar. Ich hab eine Menge Zeug gekauft damals. Ja. Was haben die kostet bei euch? 300 Mark. Oh, drinnen wird da entschieden. Gleiche wie überall. Naja, ich weiß, 294 Mark oder sowas. Das war halt die Luxusausführung. Die gab es noch in schwarz, ganz normal, mit Plastikschalen. Dann hat sie 190 Mark gekostet oder sowas. Die war halt vernickelt mit Holzschalen. Naja, ich hab ja auch, die erste hat man mal geguckt damals, mein Vater mal geguckt, da war ich nicht so alt. Mit Brettpatronen und Pistolen auch. Ja, den Waffenladen gibt es ja nicht mehr. Hinterher keine Waffenläden mehr. Nö, alles so richtig nicht. Franconia gibt es noch an der Friedrichstraße. Friedrichstraße. Nee, die kenne ich nicht. Na, Franconia kennst du, aber Franconia, die Firma. Ja, die Firma, keiner kann der. Damit verkaufen wir auch Trachtensachen und so für Jäger. Ach so, ja. Jetzt wird ja da kannst du hin, da kannst du Waffen kaufen auch. Muss ja, natürlich. Ja, Ascaria auch. Ja, genau. Aber das ist ja auch. Ja, kriegst du hoch, als Gar kriegst du aus Westwärts, da kriegst du hoch da. Oder wie heißt denn das andere? Das gibt es auch hier in Berlin, so ein Katalog hat auch gekriegt. Der Messer hat und sowas alle. Wie kann man die drauf? Ich habe auch schon gekriegt. Naja, hier war klar. Das weiß ich nicht. Wenn sie wohl noch Waffen haben, kann sein. Und zwar an der Kantstraße-Ecke Ulkula-Kulam oder so kleiner Laden. Ob der nächste sieht nicht. Wiedenhof, gibt es auch noch, der auf sich mäßig auf der existiert. Die hat unten im Keller Kurfürstendamm, Europacenter. Die hat auch noch schöne Waffen gehabt. Ja, aber so was, die gibt es ja im Europacenter sowieso nicht mehr. Das ist halt nur noch Absteige. Der letzte Rotz da. Naja, so ist es auf alle Fälle. Das Fahrrad ist schon fertig. Die Frau kann es schon abholen, wenn sie mag. Ja, nee, wie gesagt, ich habe Revolver gehabt. So 150 Euro habe ich schon mal gehabt. Mit Trommel, also 100 Stück. Revolver gab es dann auch schon mal für 100 Mark. Die erste Mal haben wir gesagt, für ein Magazin, für untere Säcken, für 80 Mark. Und damals, bei Rode, der Karl Hermann, haben wir mit dem Vollermeko damals noch, ja.
Oh, da siehst du, damals war das auch. Das sind nur die Kinder noch um Weihnachtsbaum gerannt mit einem Knicker, mit so einem Kindergewehr. Ihr habt ja damals auch Kindergewehre, sozusagen. Das war ja auch. Das war ja. Gehört ja ganz normal dazu. So war das auf alle Fälle damals. Genau, das Rad ist fertig, bitte abholen. Heike Drechsler. Ja. Dann gucken wir gleich mal oben drin. Hier hat er sowas an. Ja, der hat Autogramme gebracht, der Carsten. Eine ganze Sammlung Autogramme. Oh, Hammer. Ja, kein Licht. Kein Licht, scheiße, ja, weil ohne Licht geht das nicht. Hast du hier Autogramme von Uwe Seeler, oder kannst du gut aus Spatzenshause, so eine Karte, was halt noch? Ah, oder Ludwig. Oder was? Ja. Das war ja auch in Osnabrück. Das sieht jetzt ja nicht. Kommt nicht. Halt mal kurz. So halten bitte. Jo, und auch hier sage ich schönen Feierabend an euch alle und an mich selbst. Denn den gönne ich mir jetzt. Ich putze wieder, während es läuft. Total genial. Das macht der Tommy immer. Das ist sein Markenzeichen, die Kamera zu putzen, wenn sie läuft. Ja, immer gegen das Licht. Nee, so rum. Vom Licht weg. Oh, jetzt bin ich geblendet, aber ihr könnt mich mal sehen. Meine Augenringe könnt ihr sehen. Ganz dicke Augenringe. Ja, so ist das. Ich bin auf alle Fälle fertig, die Woche ist um, die Woche ist vollbracht, aber was für ein Finale. Ich habe jetzt echt eine schöne Autogrammsammlung gekauft. Ich werde euch auf alle Fälle berichten, ob da wirklich was Schönes, was Teures, was Extravagantes mit dabei ist. Ne, bei Beute heute werde ich euch dann erst am Morgen präsentieren. Die Beute habe ich ja heute gemacht, morgen werde ich sie sichten und dann werde ich morgen ein kleines Filmchen wahrscheinlich machen darüber, ob da was Besonderes dabei ist, was besonders gut gerade auf dem Markt gehandelt wird. Ich freue mich sehr, Autografen, das ist was Schönes, das ist so, ja, so ein bisschen Erinnerung natürlich auch immer für einen selbst, wenn es modernere Geschichten sind und diese alten Dinger, na, da entdeckt man auch gerne irgendwie. Ja, und dann gibt es ja auch so viele Leute, wo man denkt, wer ist das? Also wer ist das? Was will der? Kann man den überhaupt zuordnen oder so? Ja, ich werde natürlich nicht alle durchgehen, nicht alle durchkriegen bis morgen. Oder am morgigen Tag, weil ich habe morgen auch noch ein bisschen was zu tun mit der Familie natürlich. Ich kann nicht die ganze Zeit da sitzen und Autogramme, Unterschriften vergleichen und suchen. Aber ja, ein paar Alben werde ich schon sichten. Ja, da freue ich mich auf alle Fälle drauf. Ich fange heute Abend schon an. Mal gucken, wie lange das geht. Bis tief in die Nacht vermutlich. Und dann jetzt schneide ich ein bisschen Video. Ganz kurz zusammen, ist ja nicht viel zu schneiden heute, ich habe einen Boot gestoppt und werde euch das einfach mal dahin werfen, vorwerfen zum Fraß und bin ja mal gespannt, ich bin sehr gespannt, ich freue mich echt auf heute Abend, da schnappe ich mir meinen Schäferhofer Weizen, was ich gestern geschenkt bekommen habe, gestern Morgen oder war ich vorgestern, das schnappe ich mir jetzt gleich. Ja, und dann werde ich das schön genießen, zusammen mit Autogramm. Mit den ganzen Stars und Sternchen zusammen werde ich ein Bier trinken. So sieht das aus, das werde ich machen. Das sei mir gegönnt, ja, am Samstagabend. Ich habe meinen ganzen Wochenumsatz jetzt reingeballert, erstmal in die Autogrammsammlung, also und noch ein bisschen mehr. Aber ob sich das gelohnt hat, ich habe schon ihn entdeckt. James Bond ist dabei auf alle Fälle, aber welcher, das verrate ich noch nicht. Vielleicht habt ihr ja sogar schon gesehen. Ne? Gut, alles klar. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.